Liebe Tirolerin, lieber Tiroler, ich bin die Nathalie, ich bin in Innsbruck geboren und studiere auch wieder hier und von mir kommt dieser Brief, der sie vor kurzem erreicht hat. In dem Brief rufe ich auf zu ihrer Teilnahme an einer Demonstration am 14. Jänner 2023. Und ich will hier nochmal kurz erklären, warum es mir wirklich ein Herzensanliegen ist, dass jeder weiß, dass sie wissen, was in unserem Bundesland gerade passiert und warum es wirklich wichtig ist, dass wir jetzt für unsere Familien und für unsere Werte einstehen. Unsere Landesregierung hat aktuell Pläne, die mit einer familienfreundlichen und menschenrechtskonformen Politik nichts mehr zu tun hat. Geplant ist ein Ausbau des Abtreibungsangebotes, und zwar gratis und flächendeckend und vielleicht sogar im Krankenhaus. Warum ist das problematisch? Ein Kind ist keine Krankheit. Eine Abtreibung kann demnach nie eine Gesundheitsleistung sein. Ärzte verpflichten sich, Leben zu schützen und nicht Leben zu beenden. Wenn die Politik Abtreibungen an unseren Krankenhäusern einführen würde, würde auch die Gewissensfreiheit von unseren Ärzten und vom ganzen medizinischen Personal enorm gefährdet, wie wir aus anderen Bundesländern schon wissen. Es kann doch nicht sein, dass Abtreibungen mit Steuergeldern mitfinanziert werden und unsere medizinischen Ressourcen für Abtreibungen missbraucht werden. Darum bitte ich Sie ganz dringend, am 14. Jänner 2023 um 13 Uhr nach Innsbruck zur Annasäule zu kommen, zu unserer Demonstration. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für das Recht auf Leben für alle. Ich zähle auf Sie. Danke.